An anderen Orten der Welt freut man sich, wenn man einen Schluck Wasser hätte, das nicht verseucht ist. Es ist gerade ungeschnitten eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel über die Medien gegangen. Sie hat als Reaktion auf den Untergang Japans in der Atomtechnikkatastrophe im Super-GAU, Super-GAU heißt, es ist eine Situation, die kein Mensch mehr beherrscht, die man nicht mal mehr erkennt. Als Reaktion auf den Super-GAU in Japan, Frau Merkel gesagt hat, die Bundesregierung Merkel hätte ein Moratorium beschlossen. Das soll bedeuten, die Verlängerung der kürzlich verkauften Verlängerung abgelaufene Atomkraftwerke sei auf 3 Monate ab jetzt ausgesetzt. Wort, Buchstaben, Staub, dummes Gerede zur Verwirrung der Deutschen, die jetzt in den Wahlkämpfen Fragen stellen. Nichts weiter ist dieses Moratorium, denn erstens wurde nicht gesagt, was es wirklich konkret an Veränderungen seitens der politischen Verantwortungsträger jetzt gibt, nur Gerede. Und zum anderen ist es so, dass alles, was in den Diskussionen gesagt worden ist, kann ja sein, dass es alles nur Gerede ist und von gestern und von vorgestern, und es soll nur gültig sein ab 16 Uhr heute die Pressekonferenz mit dem Moratorium, würde jetzt eine neue Politik kommen. Kommt aber keine neue Politik, sondern es ist nur ein Zeitspiel ausgesprochen worden. Und das muss ich sagen hier als Kommentator, das finde ich absolut unverantwortlich, denn tatsächlich ist es das Gebot des Handelns angesichts der Tatsache, dass etwas eingetreten ist, von dem man bis heute gesagt hat, es kann nicht eintreten und es kann jede Sekunde eintreten. Und jede Sekunde, die man nur redet, statt zu handeln, statt dieses Unglücksrisiko zu stoppen, ist unverantwortlich. Mit dieser Ansage gehen wir jetzt in die Wahlkämpfe und ich melde mich gleich wieder. Ahoi.